Hallo und schön, dass du da bist. Ich möchte mich jetzt mit dir gemeinsam auf den göttlichen Heilstrom, die göttliche Heilenergie einstellen. Diese Heilenergie wird dir dabei helfen, vollkommen gesund, glücklich und lebensfroh zu sein, zu bleiben und zu werden. Bitte setze dich aufrecht hin, lehne deinen Rücken nicht an und überkreuze deine Arme und Beine nicht. Lege deine Hände auf deinen Oberschenkeln ab und halte deine Handflächen nach oben hin geöffnet, so als wären sie zwei Schalen, die auf deinen Oberschenkeln liegen. Zu Beginn bitte ich dich jetzt, dir vorzustellen, dass dein Herz ganz weit auf ist, so wie eine wunderschöne Blüte, die sich geöffnet hat. Atme einmal tief durch deine Nase ein und kräftig durch deinen Mund wieder aus. Wiederhole das nochmal. Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Über das Ausatmen schickst du alle Sorgen, negativen Gedanken, Ängste, Schmerzen aus deinem Körper. Wir machen das nochmal. Atme schöne Energie ein durch die Nase und atme alles Dunkle, Schwere über den Mund jetzt aus. Super. Jetzt spüre einfach mal in den Raum hinein, in dem du hoffentlich ungestört bist. Spüre in deinen Körper und komm ganz hier an. Dein Atem fließt jetzt ganz von alleine, ganz ruhig und gleichmäßig. Bevor wir uns auf die göttliche Heilenergie einstellen, möchten wir erstmal deinen Körper, der wie ein Haus ist, sauber machen. Denn in einem ordentlichen Haus fühlen wir uns wohl. Dafür bitte ich dich einfach mal in dich hineinzuspüren, ob da irgendetwas in deinem Körper ist, was dich schwer macht, was schmerzt, was sich unangenehm anfühlt. Stell dir vor dir ist eine große Mülltonne und alles, was jetzt schwer war für dich, was wehgetan hat in deinem Körper, das wirfst du jetzt hier hinein in die Mülltonne. Und du kannst auch schauen, welche Gedanken immer wieder in dir sind, die sich ungut anfühlen, die dich schwächen. Wo denkst du Dinge, die nicht gut sind über dich und andere? Auch das darfst du jetzt in die Mülltonne werfen. Du kannst auch ganz sanft in dich hineinfühlen, wie es deinen Gefühlen im Moment geht. Vielleicht findest du Gefühle wie Angst, Sorgen, Traurigkeit, Wut. Einfach Gefühle, die dir im Moment nicht gut tun. Gib einfach alles ab in diese Tonne, was du nicht mehr haben möchtest. Es kann auch ein Streit sein oder Dinge, über die du dir Sorgen machst, die dich ständig beschäftigen. Lass das alles jetzt mal los und gib es dort in diese Tonne. Mach dich ganz leer, mach dich ganz sauber von allem Unguten, allem Schweren, allem, was dich belastet hat. So ist es gut. Und nun möchte ich die lichten Engel herbeirufen. Ich möchte die göttliche Kraft herbeirufen, die Kraft Gottes, die Kraft des Lebens und der Liebe, die durch alles fließt, was lebendig ist. Alle Helfer, die dir jetzt zur Seite stehen,
rufe ich jetzt an deine Seite. Das können auch liebevolle Tiere sein, die dich unterstützen. Ich bitte auch Bruno Gröning, der uns diese Übung gab, an deine Seite. Er ist ein starker Helfer. Und ich bitte all diese lichten Wesen und die reinste göttliche Kraft, jetzt die Mülltonne mitzunehmen, mit allem, was du dort hineingeworfen hast. Und du darfst zusehen, wie deine Krafttiere, deine Engel, Bruno Gröning, all die lichten Helfer jetzt die Mülltonne einfach wegbringen. Und du musst dich jetzt um nichts mehr kümmern, was dort drin ist. Das macht jetzt Gott für dich. Nun hast du dich vor aller Schwere befreit. Und jetzt in diesem Augenblick ist alles gut. Jetzt sind wir soweit, um die göttliche Kraft aufzunehmen, um dich mit der Heilkraft des Lebens zu verbinden. Öffne deine Hände weit, auch dein Herz nochmal weit aufmachen. Und jetzt bitte ich, Gottmutter, Gottvater und alle lichten Helfer, um die vollkommene Heilung an Körper, an Geist und Seele. Ich bitte um die volle göttliche Kraft für dich. Ich bitte um die Heilwelle, die Heilenergie, den göttlichen Heilstrom, der jetzt zu dir fließt, in dich hineinströmt, ganz licht und hell. Spüre einfach ganz, ganz bewusst in deinen Körper hinein. Spüre, wie der Heilstrom jetzt in dich hineinfließt. Du darfst ganz frei empfangen, was du brauchst. Ganz im Vertrauen, denn alles, was du brauchst, ist für dich da und strömt jetzt zu dir. Denk einfach an etwas ganz Schönes und beobachte deinen Körper. Mehr brauchst du jetzt nicht tun. Ich bitte um die vollkommene göttliche Ordnung, vollkommene Gesundheit, Liebe, Wärme, Geborgenheit. Erlaube dir, all das Schöne, das Gute jetzt zu empfangen und in dich aufzunehmen. Spüre den Körper von innen. Vielleicht spürst du Wärme oder ein Kribbeln. Und jeder kleine Winkel, jeder kleine Bereich in deinem Körper wird jetzt durchflutet von Licht, von Liebe und Geborgenheit und von Heilung. Lad dich ganz damit auf. Nimm dir so viel, wie du brauchen kannst, um wieder ganz in deiner Kraft und in deiner Freude zu sein. Du bist unendlich geliebt. Du bist es wert, gesund zu sein. Nimm an, was das Göttliche, was Gott dir jetzt schenkt, was die Engel dir jetzt schenken. Gute Gedanken, gute Gefühle, Kraft,
und Liebe, Heilung. Es ist so, als wärst du ein Brunnen, der sich jetzt mit klarem, reinstem Wasser auffüllt, bis er übersprudelt und gesund plätschert, überfließt, sodass die Vögelchen kommen können und an ihm trinken von dem reinen Wasser. Füll dich ganz auf mit der Heilenergie. Lass dich übersprudeln, lass es überfließen. Das Licht, die Liebe, die Wärme, die Freude. Ich bitte jetzt auch um die vollkommene göttliche Ordnung für alle, die du lieb hast. Für die Menschen, deine Familie, die Tiere, deine Freunde, die Pflanzen um dich herum, dass auch die Heilenergie zu ihnen fließt. Und alles in die göttliche Ordnung bringt. Stell dir vor, wie alles aufatmet, wie sich die Menschen, die du lieb hast, freuen, die Tiere um dich herum gesund sind und die Pflanzen aufblühen. Deine Gedanken haben Kraft. Es ist gut, wenn du Menschen und Tieren liebevolle Gedanken und Gefühle sendest. Es kommt immer bei ihnen an. Deine Liebe ist wichtig. Spüre in deinen Körper und nimm weiter die göttliche Heilkraft in dir auf. Wenn du einen Herzenswunsch hast, etwas, was für dich sehr wichtig ist, dann kannst du jetzt für dich in der Stille darum bitten, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und bleibe im Vertrauen und im Glauben daran, dass wenn es ein liebevoller, guter Wunsch ist, dass das Göttliche dich erhört. Vertraue, dass du alles empfangen wirst, was du brauchst. Ja, jetzt lass uns noch für Mutter Erde bitten. Lass uns Gott Mutter, Gott Vater darum bitten, dass Mutter Erde ganz gesund sein darf. Und die Tiere auf der Erde auch. Und die Pflanzen sich erholen können. Die Gewässer rein sind. Dass wir eine gute, gesunde Luft haben. Dass die Menschen mehr und mehr in Frieden miteinander kommen, dass alle Kinder immer genug zu essen, zu trinken, Liebe und Wärme haben. Stell dir eine Welt in Frieden vor und schick die Heilkraft auch genau dorthin, zu Mutter Erde, zu den Menschen auf der Erde, den Tieren, den Pflanzen, den Gewässern. Zu Sonne, Mond und Sternen. Und lass uns gemeinsam darum bitten, dass die Menschen umkehren zum Guten, zu Gott, zur Liebe. Spüre in deinen Körper, wie der Heilstrom sanft weiter in dir strömt und pulsiert. Wie er ausströmt in die Welt. Danke, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Du bist wertvoll und geliebt. Erlaube dir, das Einstellen, das Aufnehmen der göttlichen Kraft jeden Tag zu machen, wann immer du es brauchst. Und du wirst sehen,
dass sich viele Dinge in deinem Leben zum Guten wenden werden. Ja, auch Wunder werden geschehen. Du bist ein Gotteskind. Du bist hier auf der Erde, um glücklich zu sein, um zu lieben und geliebt zu werden. Bis bald. Ich sehe die Welt in Frieden. Ich bin ich. Frieden. Ich bin. Ich sehe die Welt in Frieden. Ich bin. Ich sehe die Welt in Frieden. Ich bin Frieden. Ich sehe die Welt in Frieden. Ich bin Frieden. Ich sehe die Welt in Frieden.